So, nach Ewigkeiten treffen wir uns jetzt endlich mal wieder mit unserer Fallout-Truppe. Und ich habe hier schon unsere Kiste mit den Requisiten und den Noten und so weiter. Und wir treffen uns heute bei Veit. Die Hule ist aus Hamburg gekommen und wir proben mal wieder. Ich freue mich drauf, die anderen wieder zu sehen. Und ich hoffe, wir haben nicht alles vergessen. Wir haben ein paar Neuerungen vor. Mal gucken, ob wir die alle so hinkriegen, wie wir uns die vorstellen. Das ist auf jeden Fall wieder eine Menge Arbeit, da wir das ja das letzte Mal im Dezember gemacht haben. Das heißt, wir müssen erstmal wieder alles auffrischen und gucken, dass alles noch irgendwie zusammenkommt. Da haben wir heute und morgen, wie gesagt, Zeit für und Mittwoch ist dann die Show. Ich hoffe, ihr habt schon Karten dafür am 15. Wenn nicht, jetzt ist die Zeit. Voll das schöne Wetter. Bester. Hallo! Oh, Hund! Wie geht's dir? Hallo, Louis! Hallo, Pinky, wie geht's? Hallo, Hule! Hallo! Weil die Bühne, also es ist überall, es ist nur so. So, guck mal, Wilma. Guck mal, das ist die Wilma, das ist Veits Hund. Hallo, Wilma. Hallo! Und das ist Louis. Wilma, Pfötchen. Klick in das Hals. Aber die stimmig, ne? Also dann mache ich vielleicht diese A oder was denkst du? Ja, ne? Du bist Sopran, ich bin dann Alto. Ja, bitte, spiel nochmal. Was, ich mach gar nichts. Ich hab's nur so gespielt. Wie in der Show. Was hast du denn? Ich hab keinen Bock mehr auf die Show. Ich hab richtig keinen Bock mehr. Ich möchte lieber so Fernsehen gucken, so RTL. Was gucken wir denn? Die Geissens, ne? Oder was läuft gerade? Die Köln 1990. Ist deine Lieblingsserie, ne? Ja, sehe ich zum ersten Mal, aber ich liebe es. Wir machen gerade ein bisschen Päuschen. Haben was gegessen? Ja, und jetzt geht's. Sehr, und jetzt geht's weiter hier mit unseren Noten. Es ist viel Text wieder zu wiederholen und noch ein paar Lieder zu ändern und so weiter und so fort. Also jetzt geht's weiter. Zwischen Ab und Schein verbrennen wir die Zweifel und vergessen die Zeit. Ich will dich hören in meinen Schatten und trag dich weit. Du bist das Wunder, das mit der Wirklichkeit versöhnt. Mein Herz ist Dynamit, das einen Funken ersieht. Ich bin zum Leben erwacht. Fast den Verstand. Totale Finsternis, ein Meer von Gefühl und kein Land. Ah.
Ja, die Proben haben ganz gut geklappt eigentlich. Wir waren überrascht, wie viel doch noch hängen geblieben ist. Und wir haben ein paar Sachen geübt und so und ein bisschen gequatscht über die, die Fehler, die wir letztes Mal gemacht haben und so weiter und so fort. Und morgen treffen wir uns dann nochmal und proben den ganzen Tag, im Schlot auch, damit wir am Mittwoch topfit sind und gut vorbereitet. Für alle, die kommen. Ich hoffe, ihr kommt auch alle. ja, und jetzt gehe ich noch eine Runde Bowling spielen mit meinen Freunden. Da freue ich mich drauf. Ich war vor lange nicht mehr bowlen. Deswegen Bowling heute Abend. Gemacht. Es war richtig cool. Ich war auch total gut. Ich bin natürlich immer super gut. Aber ich habe total viele Strikes geworfen und ich war ganz happy. Die anderen beiden haben aber, ja, nächstes Mal wird es besser. Man muss immer an sich arbeiten. Ne? Dann wird man auch irgendwann richtig so gut wie ich. aber ja, jetzt muss ich noch diesen Clip, den ich gerade aufnehme, in mein Projekt einfügen, damit ich das heute Nacht hochladen kann, weil morgen habe ich keine Zeit, irgendwas zu machen. Da werde ich nämlich den ganzen Tag proben mit Vorlaut im Schlot. Und deswegen muss das alles noch heute erledigt werden. Es ist jetzt 1.30 Uhr schon wieder. Und um 11 Uhr geht es weiter mit Proben. Yay! Aber ja, ich wollte mich natürlich noch verabschieden und sag euch noch einen schönen Morgen, schönen Abend, was auch immer. Bis dann und ciao!